Ich bin gerade mächtig in Kommentar- und Let's Play-Laune. Und weil der gute DSD-Steve ja nicht zur Verfügung steht, damit wir zum Beispiel Mondschein zu Ende aufnehmen könnten, damit ihr mal so den zeitlichen Kontext von Unterwegs in Düsterburg einordnen könnt. Und ja, Mondschein, das wird so tatsächlich von Steve mal auch zu dem Zeitpunkt ausgestrahlt, wo es aufgenommen wird. Was ja auch eher eine Seltenheit darstellt. Und weil das Vampire's Dawn Remake noch nicht da ist, da muss ich mich jetzt leider erstmal, nein, zum Glück erstmal mit Unterwegs in Düsterburg begnügen, wo wir gerade auf unseren Tod warten, auf unser gutes altes Todesurteil. Und wahrscheinlich haben wir noch unser komplettes Inventar. Gucken wir mal nach. Ist alles da? Ist alles da. Ja, und so selbstverständlich nichts abgenommen. Wahrscheinlich hat Steve das damals auch in seinem Let's Play gezeigt. Wer weiß. Vielleicht haben das auch schon tausend andere Let's Player in ihren Let's Plays gezeigt, wer weiß. Aber dieser Riss in der Wand, ach, das sieht schon so extrem auffällig aus. Die Mauer sieht irgendwie bröselig aus. Ich könnte meine Spitzhacke daran ausprobieren. Aufhacken? Ja, natürlich. Das ist definitiv kein Ausgang, sondern einfach nur ein kleiner Hohlraum, der in die Wand eingepflegt wurde. Glitschige Steine führen nach unten in die Finsternis. Hinabsteigen. Wir warten noch nicht auf unseren Tod. Nein, wir brechen lieber aus. Ich meine, wir haben uns schon als guter Bürger verdient gemacht hier in Düsterburg. Oder soll ich lieber sagen, hier im Tempel der Zeit. Zappenduster. Vielleicht sollten wir doch besser umkehren. Ach ja, genau, das habe ich ja vergessen. Wir wollten ja eigentlich jedes Musikstück benennen. Doch die meisten sind uns entfallen. Ich sehe wirklich die Hand vor Augen nicht. Aber ich sehe, dass es da hinten irgendwo rausgeht. Oder vielleicht laufe ich gerade auch... Ich sehe ja wirklich überhaupt gar nichts. Das ist vielleicht eine... Ah, das ist eine Treppe. Und das ist ein Gegner. Eine Wiedergängerin. Ja, gut. Schmecke unseren Stahl und schmecke unseren Feuerball und schmecke unser Stoßgebet. Mit extra Ketchup, damit es schön rot ist. Und das Stoßgebet natürlich mit ein wenig heiligem Salz serviert. Das Charaktere wiederbelebt. Oh, Libra geht schon wieder gar nicht so gut. Egal, wir probieren lieber trotzdem noch ein Stoßgebet aus. Vielleicht kippt der Gegner ja aus den Latschen. Ich gehe einfach mal davon aus, warum kann eine Wiedergängerin Blitze zucken lassen? Verfügen Wiedergänge über magische Kräfte? Das sind Dinge, die mir neu sind. Ich sollte vielleicht mal heilen. Ich wusste nicht, dass es hier drin so dunkel ist. Also irgendwie hatte ich das alles ein bisschen heller und freudiger in Erinnerung. Aber ich glaube, hier kann man irgendwo rausgehen. Ja. Puh, das gucken wir uns dann doch lieber ein andermal an. Was war denn das? Hm, was passiert, wenn wir wieder zurückgehen? Ich sehe, die 1000 Taler wurden uns definitiv nicht abgenommen. Kaum zu glauben. Die entflohenen Gefangenen sind zurückgekehrt. Wir wissen doch, ein jeder gute Verbrecher kehrt immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück. Bleibt stehen, ihr seid verhaftet. Könnt ihr mir sagen, warum ihr euch selbst angezeigt habt? Wir haben eure Aussagen überprüft. Niemand scheint etwas von eurem angeblichen Raub zu wissen. Also, wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Ihr seid frei und könnt gehen. Aber wagt es ja nicht noch einmal, meine Leute zum Narren zu halten. Dann werde ich mir schon eine passende Klage einfallen lassen. Das ist wirklich eine ziemlich coole Möglichkeit, wie man hier ingame trollen kann. Aber dass die uns das einfach so glauben. Komm ich jetzt nicht mehr ins Gefängnis rein? Doch, natürlich. Jetzt möchte ich aber wirklich noch hier mit den Anwesenden sprechen. Zum Beispiel hier mit dem guten Grendi, des... Die haben den Riss in der Mauer auf jeden Fall wiederhergestellt. Das finde ich äußerst amüsant. Und ich merke auf jeden Fall auch, ich muss mir, glaube ich, mal irgendwie neue Kopfhörer oder sowas zulegen. Die alten hier, die verlieren so langsam an Elastizität. Hey, Moment mal. Ein Gespräch mit den Gefangenen? Es sei denn, ihr habt eine Erlaubnis vom Hauptmann. Ich habe eine Erlaubnis, natürlich. Ach so ist das. Welchen Gefangenen wollt ihr sprechen? Wir fangen mal mit Bürger, dem Bürger natürlich an. Na, wenn das so ist, dann haltet mal euer Schwätzchen. Aber vergesst nicht, ich habe euch im Auge. Hey, du da, Gefangener. Komm mal her, ich will mit dir reden. Es geht zum Chef. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Bürger mag ich so gern, wenn man ihn ohne Grund rumscheucht. Ich will wissen, warum du hier einsitzt. Was soll denn das? Bist ein Seelenklempner aus der Klapse oder einfach nur ein kleiner Perverser? Ach, weißt du, wenn ich mir es genau überlege, habe ich doch keine Lust, mich von dir blöd anmachen zu lassen. Schade, so kann man eine Konversation auch abwürgen. Hallo Farmer, könnte ich bitte mit euch reden? Sehr gerne. Ein kleiner Blausch mit einem gut aussehenden Burschen ist mir jederzeit willkommen. Farmer, warum sitzt du hier ein? Ein junges, hübsches Mädchen wie du, so frisch aus dem RTP und überhaupt nicht nach Piratin aussehen, du hast doch bestimmt keine Leute ausgeraubt oder so. Es waren Männer wie du. Sie dachten, sie könnten für ein paar Taler alles kaufen. Aber ich habe sie eines Besseren belehrt. Ach so, na wenn's so das war, bis zum nächsten Mal, Farmer.
der geben wir lieber kein Geld in die Hand für irgendwelche absurden Dienste. Und wen haben wir da oben? Es ist natürlich der Asghar! Hey Asghar, ich will mit dir reden. Das ist aber ungemein freundlich von euch, sich einem so armen und bemitleidenswerten Vampir wie mir anzunehmen. Ach ja, erzähl mir von deinen Verbrechen. Verbrechen? So nennen es vielleicht die Sterblichen und ihr anmaßender Herzog. Würdet ihr vielleicht einen Bären anklagen, weil einen Hirsch reißt? Nein, sicher nicht. Und so ist es auch mit mir. Ich bin der Bär. Ein Bär im Käfig, wie es scheint. Nun, Asghar, wir sprechen uns vielleicht später noch einmal. Ihr könnt nicht einfach gehen. Ich muss zuerst ein wenig von eurem Blut getrunken haben. Ihr wisst das. Gebt mir euer Blut. Du tickst wohl nicht mehr ganz richtig, Asghar. Hier gibt's kein Blut, verstanden? Dann geht und langweilt mich nicht länger. Diese Konversation hatte ich irgendwie ein bisschen spannender im Hinterkopf, aber na gut. Ich nehme einfach an, der wirklich krasse Teil des Spiels, der wird dann wahrscheinlich erst so im dritten und vierten und fünften Kapitel natürlich kommen. Dieses Spiel stellt natürlich einen guten alten Fünfakter da. Und Grabsteinsprüche, die Grandi einfach nur mit den Schultern zucken lassen, mehr oder weniger. Ein Grab, recht neu wie es scheint. Die Erde ist frisch aufgeschüttet. Das ist alles, was euch aufhält? Schaut doch mal auf den Grabstein. Heiliger Strohsack, das Grab ist ja schon 7 Jahre alt. Mir liegt es fern, in geweihter Erde zu buddeln, aber aufbuddeln, das ist kein Grab. Sondern da unten riecht's modrig, trotzdem nach unten klettern. Wir sind wieder einmal im Tempel der Zeit. Wir tappen jetzt schon eine halbe Stunde durch die Finsternis. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal an. Ich frage mich, wo das hinführt. Ist euch aufgefallen, dass der Gang seit geraumer Zeit stetig ansteigt? Ich würde trotzdem vorschlagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Wir schauen uns erstmal noch ein bisschen hier in Düsterburg um. Ich sehe schon, Düsterburg hat doch wesentlich mehr zu bieten, als ich in Erinnerung hatte. Wie gesagt, die Dame da wollen wir vermeiden. Dieses mysteriöse Haus ist verschlossen. Merkwürdig, drinnen brennen überall die Lichter. Wenn ich jemanden fände, der dieses Schloss für mich öffnen kann. Aber bis Grandi Schlösser knacken lernt, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Einkaufen, das haben wir schon lange nicht getan. Und hier soll es ja auch spezielle Waren geben, wurde uns von einem gewissen Zwerg mitgeteilt. Guten Tag, die Herrschaften. Ich bin Torben Beifuß. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Aber Torben Beifuß ist auch ein cooler Name. Das ist wirklich, das ist eine coole Verballhornung eines Real-Life-Begriffs sozusagen. Ne? Und trotzdem auch ein cooler Nachname, der sich nahtlos in diese Fantasy-Welt einfügt. Und der eben auch tatsächlich in der Wirklichkeit vorkommen könnte, ne? Wir benötigen Informationen, normale Handelswaren oder Waffen. Wir können ja erstmal nach Informationen fragen. Und worüber, wenn ich fragen darf? Das Haus gegenüber. Ja, ist es mehr oder weniger gegenüber. Düsterburg im Allgemeinen. Ach, eigentlich nichts. Nein, das Haus gegenüber natürlich, das hat jetzt unser Interesse geweckt. Ihr meint doch nicht über das verschlossene Haus, in dem dauernd Licht brennt. Die Stromrechnung muss in Ordnung sein. Es wundert mich eigentlich, dass der noch keiner den Strom abgestellt hat. Genau, wisst ihr etwas darüber? Vielleicht ist es ja auch magisches Licht. Haltet euch von diesem Haus fern. Dort spukt es. Die Lichter gehen an und aus. Man hört Geräusche. Aber es wohnen keine Menschen darin. Ja, aber wenn keine Menschen darin wohnen, wer denn dann? Mensch, Grandi, hinter welcher Hausecke ist deine Leitung denn zu Ende? Seid nicht zu streng mit ihm, Fräulein Libra. Die Strapazen der letzten Tage, die ganzen Aufregungen, die vielen Schläge auf den Kopf. Ihr habt ihr nicht zugehört. Gespenster außen dort. Dunkle Schatten. Tolles Spiel von Malix. Verstorbene Seelen. Vielleicht werden wir auch das irgendwann eines Tages noch let's playen. Wenn wir eine geeignete Möglichkeit wieder zum Aufnehmen gefunden haben, weil mit OBS ist es momentan ein bisschen schwierig. Wie ihr bei anderen Projekten vielleicht bereits gemerkt habt, wenn ich nicht alleine aufnehme, dann schwankt meine Stimme und irgendwie auch die von Steve, habe ich mittlerweile das Gefühl. Ist es auf jeden Fall alles ein bisschen komisch. Ach so, na, wenn es weiter nichts ist, mit diesen Gesellen habe ich schon Erfahrungen gemacht. Kann man sich das Haus mal anschauen? Ja, seid ihr denn lebensmüde? Kann man oder kann man nicht? Nein, das ist verboten. Ja, weil dann werdet ihr nämlich ins Gefängnis gesteckt. Da gibt es harte Sanktionen für, wenn jemand dieses Haus betritt. Es wird überwacht, garantiert. Schon seit Jahren, ja, seit der junge Tarius in das Haus eingebrochen ist. Ich weiß nicht, was ihn dazu antrieb. Er war immer ein ehrlicher, aufgeweckter Junge. Aber ganz plötzlich wurde er kriminell. Scheinbar, weil er sich an Sachen erinnern konnte, die etwas mit dem Plot zu tun hatten. Seine Eltern hofften, er könne draußen in der weiten Welt eine Karriere als Komponist oder Dirigent machen. So begabt.
Oh nein, ein Charakter mit Hintergrund. Mit so viel Hintergrund. So viel mehr Hintergrund als du. Das mag ja alles interessant und vielleicht sogar rührend sein. Aber ich will nur wissen, was er da drinnen gesehen hat. Gewiss es nicht. Aber dieses wissbegierige Kerlchen ist seit diesem Tag ohne Verstand. Er wurde in das Sanatorium eingewiesen. Dort vegetiert er vor sich hin und lebt nur noch für seine Musik. Das klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht so abnormal. Machen viele Leute, habe ich gehört. Und da werden auch viele Leute erfolgreich mit. Daraufhin wurden die Türen zu dem verwünschten Haus verrammelt und niemand hat es seither betreten. Uff, vielen Dank für die erschöpfende Auskunft. Hat uns am Ende aber nicht so viel weitergeholfen, weil wir können immer noch keine Schlösser knacken und kommen immer noch nicht rein. Wir benötigen normale Handelswaren, was können wir denn Tolles kaufen? Heiltränke, Elixiere, Riechsalze, Gegengifte, Medizin, Spitzhacke, Kletterhaken, Seil, Wurfanker, Knochen, Knackmagazin, ein Schundheft mit Zeichnungen und entblößter Skelett. Was man da auch immer bei einem Skelett sehen möchte, aber wir kaufen es einfach mal. Das könnte vielleicht nochmal sinnvoll sein. Ein Dietrich. Kaufen wir auch mal. Wisst ihr was? Ich kaufe sogar direkt noch 4 weitere, weil ich weiß nicht, wie viele davon man braucht. Pfeifenkraut. Laterne. Das klingt alles so, als könnte man es irgendwie mal brauchen. Ich kaufe es einfach mal. Mit der Laterne sehen wir vielleicht auch ein bisschen mehr an der Kanalisation. Und dann wollen wir natürlich noch nach Waffen fragen. Waffen? Tut mir leid, Herrschaften. Aber der Verkauf von Waffen ist vom Herzog untersagt worden. Aber ich habe von einem Zwerg namens Fulgor, Sohn des Falgor, gehört, er hätte eine Rüstung bestellt. Hier, in diesem Laden. Da müsst ihr euch verhört haben. Es sei denn, er hat... Ja... Immer wieder über den Durst getrunken und zu viel geplaudert. Ganz sicherlich, hier gibt es keine Waffen. Vielen Dank für die Auskunft. Dann später, eines Tages. Ich bin mir sicher, wir können irgendwie noch an die Waffen rankommen. Jetzt ist nur die Frage, ich speichere vorsichtshalber mal auf dem ersten Slot. Reichen die Dietriche schon aus, um das Schloss zu knacken? Oder benötigen wir immer noch den Skill? Wir benötigen auf jeden Fall den Skill. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns erstmal noch diese beiden Häuser hier an. Die könnten durchaus noch von Relevanz sein. Außerdem haben wir bisher wenig Loot gefunden. Wahrscheinlich gibt es hier auch einfach kein Loot. Ich finde das krass. Gandy ist tatsächlich ein guter Held. Wir beklauen keine armen Leute. Ich meine, es ist zwar irgendwie interessant, weil ich hatte es eigentlich so in Erinnerung, dass es sich unterwegs in Düsterburg, ähnlich wie in der Eilreise und den Wolfenbeinen, auch gelohnt hat, mit allem und mit jedem zu interagieren. Aber scheinbar kam das dann wohl erst später im Spiel. Seid gegrüßt, meine Schäflein. Wie kann Vater Medarius euch helfen? Der Name muss doch eine Anspielung auf irgendwas sein. Oder auch wieder irgendein veränderter Name? Wir benötigen einen Priester. Informationen. Eigentlich nichts. Wir können ja mal nach einem Priester fragen. Sagt, was ich für euch tun kann. Bitte heile uns, Vater. Bitte erlöse uns von allem Übel. Bitte schütze uns vor dem Bösen. Das ist sehr cool. Das ist wie in Dungeons & Dragons ungefähr, ne? Wie in so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Oder wie in den alten Might & Magic-Spielen. Da gab es solche Priester ja auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendetwas bringt. Nichts leichter als das. Mögen die Götter euch auf euren Wegen beschützen. Danke, Vater. Ich fühle mich viel geschützter. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich irgendwas gebracht hat. Würde ich eigentlich gerne mal im Maker nachschauen und mal gucken. Das mache ich dann vielleicht irgendwann später mal, wenn ich mich daran dann noch erinnern kann, zu gegebener Zeit. Geht jetzt, meine Kinder. Die Götter wachen über euch. Ich würde trotzdem noch mal nach Informationen fragen. Wir sind neu in Düsterburg und hätten gerne ein paar Auskünfte. Ich fühle, dass ihr diesem Ort den Frieden wiedergeben wollt. Sprecht frei heraus. Tatsächlich die ganze Wahrheit sagen? Warum nicht? Wir sind gekommen, um den Emporkömmling Wahnfried zu stürzen und Dankwart Dengelbrack seinen Titel zurückzugeben. Hoppla, dass ihr so weit gehen wollt, habe ich nicht gespürt. Aber gut, ich werde versuchen, all eure Fragen zu beantworten. Wegen Düsterburg. Was könnt ihr uns über Düsterburg erzählen, was sonst niemand zu sagen wagt? Da ist viel zu berichten, denn diese Stadt ist dem Bösen anheimgefallen, seit Wahnfried das Zepter schwingt. Die Straßen sind nicht mehr sicher. In den dunkleren Ecken lauern Diebe und Meuchelmörder. Ich habe bisher noch keine gesehen. Das ist wirklich eine dreiste Lüge. Es gibt hier keinen einzigen NPC auf den Straßen. Keinen. Außer die Frau, die Obst verkauft. Das wir uns bisher noch nicht angeguckt haben. Aber das Schlimmste von allem, die Düsterburger haben jegliche Hoffnung fahren lassen. Niemand wagt es noch, sich gegen den Herzog auszusprechen. So dicht ist sein Netz aus Spionen und Handlangern bereits. Niemand? Nein, das stimmt nicht ganz. Eine unbeugsame kleine Gruppe Gallier
deren Namen selbst mir nicht bekannt ist, plant im Verborgenen den Aufstand. Wegen Herzog Warnfried. Wie kann man ihn besiegen? Wie kommt man durchs Notor? Falsche Frage. Wie kann man ihn besiegen? Der Herzog ist im offenen Kampf nicht zu töten. Ihr könnt ihn besiegen, das wohl, aber töten. Er wird immer an seinen Ruheplatz zurückkehren, um sich zu erholen und euch aufs Neue zu attackieren. Der Herzog erinnert mich ein bisschen an die Vampire aus Baldur's Gate 2. Nur wenn er dort ruht, könnt ihr ihn vernichten. Ihr benötigt dafür jedoch einen Pflock aus frisch geschnittenem Eschenholz. Dieser Pflock muss durch sein Herz getrieben werden und darüber hinaus an einem Priester geweiht sein. Eine andere Möglichkeit wäre es, seine Ruhestätte ausfindig zu machen und für ihn zu versiegeln. Doch wie das zu erreichen ist, übersteigt die Kenntnisse eines einfachen Priesters wie mir. Die dritte Möglichkeit: Der Herzog ist eine Kreatur der Nacht. Offenes Sonnenlicht vernichtet ihn. Doch die Sonne hat sich schon vor Jahren verfinstert. Auch ein Werk dieses Unholds. Wegen der Kirche. Ihr seid ein Priester, aber dieses Haus sieht nicht aus wie eine Kirche. Eine der ersten Amtshandlungen des Herzogs war es, die alte Kirche des Ortes in Brand zu setzen. Aber er wagte es nicht, die Religion an sich zu verbieten. Wohl wissend, dass die wahren Gläubigen sich dann gegen ihn erheben würden. Ja, okay, aber wenn die Leute es nur dann tun, wenn ihnen die Religion verboten wird und sie eigentlich am Ende zufrieden sind mit dem Leben, das sie haben, solange sie sich sozusagen in ihre Traumwelt der Religion flüchten können, dann sind die Leute ehrlich gesagt für mich ziemlich doof, weil sie könnten sich auch so gegen ihn erheben. Hä? Warum? Warum sollten die Leute das machen? Das ist ja wirklich... Ich verstehe das nicht. Klammern sich an das kleine bisschen Trost, das sie noch haben, anstatt irgendwie tatsächlich etwas zu machen, obwohl sie eigentlich einsehen könnten, dass ihnen der Herrscher diesen Trost auch einfach wegnehmen könnte, also... Wahrscheinlich würden sie dann auch nichts machen. Wenn er jedoch wüsste, dass wir uns hier an jedem Feiertag zum Gottesdienst versammeln, wäre das wohl auch mein Ende. Na gut, das wird erstmal unser sofortiger Abgang. Ich denke, dass wir genug gehört haben. Fürs Erste. Kinder! Yay! Und sie springen natürlich durch die Gegend. Was sollten Kinder sonst tun? Hey, du da, Dicker, du stehst im Weg rum. Hallihallo, du großer Mann, darf ich mal an deine Nase packen? Ist die echt? Natürlich ist die echt, du Rotznase. Was sollte die sonst sein? Kennt ihr doch mal eine ganz schön kleine Nase. Glaub ich nicht, glaub ich nicht. Ups, die ist ja doch echt. Ah, wir stehen im Weg rum. Ah, nein, dieses Scumbag-Kind. Verdammt, bleib stehen. Ich habe hier noch ein Kind, mit dem ich reden muss. Es läuft seine Bahn. Was? Das Kind läuft einfach nur schon durch. Man kann nur mit... The fuck? Oh, fangen. The fuck? Oh, ich finde die Kinder irgendwie echt cool. Mögen die Götter mit euch sein? Wie kann ich euch helfen? Wie es aussieht, seid ihr mit den Blagen hier ausreichend beschäftigt. Da will ich euch auch nicht weiter behelligen. Verbirgt dieses Haus noch etwas Interessantes für uns? Oh, das Kind. Bitte, Michelangelo, nur ein klein wenig schneller. Was lebt denn das Kind hier? Ich dachte, die würden zusammen mit dem Old Man in dem anderen Haus leben. Essensreste. Das ist Schildkrötenfutter. Sachen, mit denen wir nicht interagieren können. Das ist schon fast zu traurig. Genauso wie die Musik hier drin, die ich nicht so wirklich zuordnen kann. Ich konnte bisher schon die ganze Zeit über die Musik nicht zuordnen, ansonsten hätte ich es schon nichts genannt. Das ist schlimm, ich kenne irgendwie auch nur Zelda und Final Fantasy. Guten Tag, ihr großen Leute. Ich heiße Michel und das ist mein Freund Michelangelo. Ja, ich mag nämlich die Ninja Turtles. Die sind total etabliert in dieser Spielwelt. Er ist eine Rennschildkröte und ich bin sein Trainer. Und eines Tages wird er von Mutagen trinken und dann wird er ein richtiger Mensch. Ja, ich warte nur auf diesen Tag. Es wäre ziemlich cool, wenn wir noch Mutagen da reinkippen könnten. Seid ihr denn erfolgreich? Brauchst du Hilfe? Viel Erfolg noch. Brauchst du Hilfe? Wenn du machen kannst, dass der Michelangelo schneller wird, wäre das ganz toll. Hast du irgendeine Idee, wie man das bewerkstelligen kann? Nein, leider nicht. Meine Geschwister Leo und Donna haben da irgendwelche Tricks. Aber die verraten sie natürlich nicht. Ich glaube eher, seine Geschwister heißen Willi und Judith. Da schaue ich mal, was ich da machen kann. Echt? Du, das ist total nett von dir. Viel Erfolg noch. Dem Jungen werden wir allerdings auch erst in einer späteren Folge helfen. Ich muss mal gucken, wie ich das dann am Ende alles zusammenfüge, weil wir können echt noch ganz schön viel machen hier. Mehr alte Menschen in dieser Stadt. Es gibt ziemlich viele junge und alte Menschen und ziemlich viele normale Menschen. Granny hat richtig darauf geachtet, dass es ein ausgewogenes Verhältnis gibt. Ich bin jedes Mal verwirrt, wenn unser Hund da bellt. Hallo, ihr jungen Leute. Ich heiße Magda. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Seid gegrüßt, Magda. Was tut ihr hier?
Erzählt mir etwas von der Stadt. Was tut ihr hier? Ich denke mal, von der Stadt haben wir schon mehr als genug gehört. Ich lebe hier mit meinen drei Enkeln, Tick, Trick und Track. Sie haben vor vielen Jahren ihren Onkel Donald und ihren Onkel Dagobert verloren und auch ihre Tante Daisy. Anfangs sind wir kaum über die Runden gekommen, aber seit einem Jahr trainieren sie ihre Schildkröten für die Rennen im Wirtshaus. Habt ihr denn niemanden, der euch bei der Erziehung eurer Enkel hilft? Nein, guter Mann. Seit mein Gatte vor 3 Jahren in der Kanalisation verschwunden ist, bin ich ganz allein. Erzählt uns von eurem Gatten. Der arme Joini. Das ist ein komischer Name. Vielleicht heißt er ja auch Joini, nenn ich. Der arme Joini. Er war der einzige Kanalarbeiter der Stadt. Keine schöne Arbeit, aber gut entlohnt. In den Jahren vor seinem Verschwinden wurde es jedoch zunehmend gefährlicher. Finstere Wesen begannen in den unterirdischen Gängen umzugehen. Eines Tages kehrte er nicht von der Arbeit zurück. Ich glaube, er wurde zum Protagonisten in Lonely. Seither hat kein Mensch mehr die Kanalisation betreten. Und ich warte immer noch auf Kunde von meinem Mann. Sollten wir etwas über ihn erfahren, werden wir euch benachrichtigen, Magda. Gehabt euch wohl. Auch das ist ein weiterer Nebenquest. Vorwärts, Donatello! Das muss schneller gehen! Es wäre cool, wenn wir den Leuten hier auch helfen könnten. Nur ein paar alte Lumpen und kaputtes Spielzeug. Die armen Kinder. Außerweise hat er mal hier nicht mit dem Kopf geschüttelt. Da ist Schildkrötenfutter drin. Nein, die Schildkröte versperrt uns den Weg. Los, Scumbag Schildkröte. Los, Leonardo, da drüben ist ein Fresschen. Hier fehlt im Übrigen ein Facet. Hat er wirklich kein Facet? Doch, natürlich. Hallo Leute, darf ich euch Leonardo vorstellen? Die schnellste Schildkröte von Düsterburg? Und ich bin Leo, sein Trainer. Kann ich euch irgendwie helfen? Wie wird mein Krötentrainer? Gibt es irgendwelche Tricks? Was ist Michelangelo? Wie wird mein Krötentrainer? Muss man die Schildkröten zuerst mit irgendwelchen Spezialbällen fangen? Cool, ich wusste gar nicht, dass es eine Anspielung auf Pokémon hier drin gibt. Nein, wir haben die Schildkröten letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Moment, wir haben die Schildkröten nach Düsterburg importiert bekommen. Ich meine, die leben ja definitiv nicht hier, oder? Also, the fuck? Das mit dem Training war Donners Idee. Wir verdienen ganz gut an dem Rennen. Davor hatten wir kaum etwas zu beißen. Wenn wir die Schildkröten nicht ausgebildet hätten, wären sie mit Sicherheit in der Suppe gelandet. Wie barbarisch. Die niedlichen Kröten. Oh. Gibt es irgendwelche Tricks? Gib's zu, ihr habt doch sicher ganz besondere Methoden drauf, um eure Schildkröten zu Höchstleistungen zu bewegen. Das meiste ist harte Arbeit. Aber wenn ihr versprecht, nicht selbst am Rennen teilzunehmen, verrate ich euch einen Trick. Ich verspreche es. Es ist das Futter. Man muss sehr darauf achten, was man den Kleinen zu fressen gibt. Es gibt zumindest einen kleinen Hinweis im Spiel. Was ist mit Michelangelo? Ach, der taugt nichts. Mein kleiner Bruder Michael hat es einfach nicht drauf als Trainer. Na gut, dann gehaben wir uns erst einmal wohl. Na dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Wir sehen uns dann beim Rennen. Oder auch nicht. Wobei doch, das Rennen werde ich eines Tages noch machen. Vielleicht sogar schon im nächsten Part. Bäh, Schildkrötenfutter. Nein, ich habe ja noch gar nichts, um beim Rennen die gewünschten Ergebnisse zu manipulieren. Alles klar. Ich würde einfach vorschlagen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gebe jetzt noch das Knochenknack-Magazin ab. Und das kann ich definitiv noch machen. Ja, schon wieder. Was ist es diesmal? Glaubt aber nicht, dass ich euch so einfach passieren lasse. Na gut, wenn ihr meint, dann lasst uns verhandeln. Du langweilst dich doch sicher auf deinem Posten. All die Jahre auf Wache, ohne Gesellschaft. Ach, ich kann eigentlich nicht klagen. Hin und wieder kommt jemand vorbei und bringt mir was zu lesen vorbei. So wie ihr zum Beispiel. Ist zwar schon eine Weile her, aber dafür ist die Vorfreude umso größer. Knochenknack-Magazin anbieten. Ja, genau deswegen sind wir hier. Wir sollen dir dieses lehrreiche Magazin bringen. Über die skeletonöse Anatomie. Skelettierte Anatomie. Über die Skelettanatomie. Zum Beweis, dass wir passieren dürfen. Hey, das ist ja die neueste Ausgabe. Prima, dann habe ich ja meine Beschäftigung für die nächsten Monate. Ihr dürft passieren. Bin mir nicht ganz sicher, haben wir dafür jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Das Spiel teilt uns sowas ja leider nicht mit. Aber na gut, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde mich auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dann verlassen wir Düsterburg für heute erst einmal und machen uns wieder zurück auf den Weg nach Duisburg, wo wir dem guten Grenny nochmal einen Besuch abstatten. Wohnt er überhaupt in Duisburg? Wahrscheinlich nicht. Aber egal, wir werden ihm definitiv einen Besuch abstatten und ihn daran erinnern, dass er ja noch ein Remake zu erstellen hat, dass wir dann auch bitte im Jahr 2019 noch Let's Playen dürfen. Denn ansonsten geht dem Kanal dann irgendwann mal so der Videocontent aus und das wäre ziemlich schlecht. Ja, im Übrigen, ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben,
Aber Vampire's Dawn, das Remake, zu Vampire's Dawn 2 logischerweise, nicht das, kann man das Remake nennen? Nennen wir es einfach mal Remake, Spezialerweiterung, Fan Edition, was auch immer, wird jetzt wahrscheinlich schon lange, lange auf diesem Kanal hier laufen und gucken wir einfach mal, was sich ergeben hat. Hoffentlich ist es noch 2018, vielleicht aber auch nicht. Wir sehen es einfach und wir sehen uns dann hier in Duisterburg beim nächsten Mal wieder. Wirklich, ich freue mich auf jeden Fall wie immer über den Kommentar, einen Daumen nach oben und bis dahin, ciao.